Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Opening hier auf dem Kanal von unserem Atzen Jens, also von mir. Ich habe heute was ganz Aktuelles für euch, was gerade abgeholt wurde in Leipzig. Da war ich mit zwei Freunden. An dieser Stelle schöne Grüße an die beiden und danke nochmal. Lisa und Sebastian. Schön, dass das heute geklappt hat, dass die Ware schon eingetroffen ist. Und ich möchte euch heute die Duelist Alliance vorstellen mit einem kleinen Opening. Ich habe jetzt zwei Displays. Das eine machen wir jetzt gleich mal auf. Ja, was erwartet uns? Natürlich die neuen Archetypen Shadol, Settler Knights und die neuen Drachen. Obwohl, das sind ja keine richtigen Drachen, das sind ja Wyvern, glaube ich, nennt sich der neue Typ. Und mal gucken, was wir jetzt so ziehen, ne? Die heißen Ying Sang, glaube ich. Ja, hier haben wir ein paar Shadow-Karten. Das ist schon das Shadow Beast. Oh, die Karte, die interessiert mich sehr. Hier der The Monarch Stormforce. Hier spiele ich ja in dem Batteriendeck, was ich letztens vorgestellt habe. Schön, dass es nur eine Common ist, damit bleibt das Deck weiterhin günstig. Oh, hier haben wir... Oh, schön. Hier haben wir erstmal die Rare. Das ist eine Pendulum-Karte. Und dann natürlich gleich zum Bossmonster der Shadows. Der Construct. Schön. Na, so kann es weitergehen. Hier haben wir eine Fusion. 5 Sterne Maschine. Ja, mit Instant Fusion sicher im Gyogia Karakuri auch ganz cool. Hat sogar noch einen Effekt. If this card is destroyed and sent to the graveyard, you can target one card on the field destroyed. Das ist ja auch ganz cool. Also eigentlich mit Instant Fusion, wenn es in End of Turn zerstört wird, kann man auch selber eine Karte zerstören. Schön. So, schauen wir mal weiter. Ein Hypno-Sister, eine Superware. Und ein Scum von dem Burning Abyss, der ist auch ziemlich gut, kann man im Dark World gut spielen, mit Tourguide suchen und der sucht dann halt Tourguide selber wieder, wenn er im Friedhof gelegt wird. Oh, hier ist der 9 Volt, schön, ist auch nur eine Common geworden. Ich hätte lieber den in Rare, aber Common ist auch okay. Oh, was ist denn das? Ein Ritual. Saphira, Queen of Dragons. Cool. So, dann sind die Ultra-Rare-Slots schon aus auf dem Display, denke ich mal. Man sieht ja nur 2 pro Display im Schnitt. Oh, schön. Und dann haben wir gleich noch die Secret hinterher. Die Time Space Trap Pool. Glaube ich, zurzeit die teuerste Karte auf dem Markt. Sehr schön. Ja, dann ist das erste Display ja schon gut gefüllt gewesen. Dann haben wir noch den Shadow Falcon. Und hier der Uranus, der ja auch in der Deluxe Edition als Super Rare Variante dabei war. Hier jetzt in Common. Nochmal der 9 Volt. Oh, und dann haben wir hier einen guten Pendulum Monster, soweit ich weiß. Den habe ich schon mal irgendwie gesehen in einem Spiel. Wenn das der ist. Aber es ist der gar nicht der. Ja doch, das war der mit Angriff und Verteidigung tauschen. Ist eine schöne Sache. Dann haben wir noch das Synchro für die. Ja, das ist der neue Synchro. Samsara, Dragon of Rebirth. So, dann ist die Hälfte vom ersten Display schon rum. Aber ich dachte, es gibt noch einen Sieber-Synchroner, vielleicht ziehen wir den ja noch. Der soll ja ganz gut sein. Hier haben wir noch eine Superware. Was von den Burning Abyss.
Artwork sieht auch ganz cool aus, wie so ein Tor der Hölle, was hier gerade geöffnet wurde und so ein Mensch reinguckt. Nochmal der Frosch. Oh, und hier ist die Ultimate. Einer von den Stellar Knight, Delteros. Das war, glaube ich, auch der Gute, den man spielt. Ja, schön, da freue ich mich. Das sehe ich immer besser als in dem Battletech letztens. Nochmal der. Nochmal ein Falco. Wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 6, 8, das sollte schon gewesen sein. Mal gucken, aber ich habe noch 4, 5 Booster, es könnte noch was kommen. Oh, hier ist noch was. Ein Shadow Core. Super. Was ist denn das? Ein Dogu. Sieht ja auch geil aus. Ja gut, das war's mit dem ersten Display. Ich zeige euch nochmal die Holos. Ja. Haben wir halt die als Highlight und dann halt noch den dazu. Das ist, denke ich mal, ganz ordentlich. Ja, machen wir gleich das zweite auf. So, zwischendurch kann ich euch sagen, dass unser Top 10 Artikel für diese Edition leider ein bisschen warten muss. Ich war halt im Urlaub, Max war arbeiten und ist immer noch in der Heimat. Aber wir haben noch geplant, dass wir das demnächst machen. Geplant ist dann auch noch ein Podcast mit Eugen halt, der ja jetzt auf der WM in Rimini war. Leider war sein Mehrmehr nicht ganz so stark diesmal und er hat, glaube ich, nur den viertletzten Platz gemacht. Aber trotzdem versuchen wir, ihn an Bord zu ziehen, damit er uns mal ein bisschen berichten kann, wie es war. So, ich kann euch halt noch sagen, mein Urlaub war ganz gut. Hat Spaß gemacht, ich konnte mich endlich mal wieder erholen, ohne viel Technik ran. Und jetzt konzentriere ich mich wieder mehr auf das Spiel, also auf den Verkauf. Ah, ein Castle. Der ist gut. Den kann ich gleich mal beiseite legen, den will nämlich mein Bruder haben. Carsten. Der beste Exit neben den Secret Rare. Wie hieß der? Mit D. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Von dem Burning Abyss, der Level 3, Rang 3er. Den könnte ich jetzt auch gerne mal ziehen und euch zeigen. Das wäre ganz cool. Hier haben wir einen Satellite Eisarm. Ja, das war der mit den 1000 Schaden. Kann man spielen, aber ist auch nicht so notwendig. Ich räume hier mal kurz auf. Ist doch nicht mehr zu viel. So, dann kann es weitergehen. Ja, das ist keine Super Weather Vega. Oh, und hier haben wir noch den Winder, den anderen Shadow. Schön. Dante hieß der, glaube ich, oder? Hieß der Exit Rang 3 Secret Rare Dante? Ich glaube. Pendulum Bag. Ah, das ist eine Karte, die... Nee, das war nicht die Falle, die ich jetzt
gerade nennen wollte. Gibt es nämlich eine Falle, die dann sagt, man kann im Monster spezial besprungen werden, von der Hand oder vom Extra-Deck sie zurück ins Deck legen, für 1000 Punkte pro Monster, was eine ziemlich gute Antikarte gegen Pendulum Summons sein wird, denke ich mal. Aber die war es jetzt nicht. Oh, und jetzt haben wir noch den Deltiros in Secret Rare. Ich glaube, das ist das Cover Monster, könnte ich sagen. Ja, wenn wir den jetzt schon in Ultimate hatten, jo, dann gibt es den wahrscheinlich auch in Ghost. Und jetzt haben wir noch die Sinister Shadow Games. Das ist eine Shadow-Karte. Auch ganz cool. So, dann sind die Secret Rare und Ultra Rare Slots wieder raus. Aber wir können ja noch eine Ultimate ziehen. Und Super Rare sollten auch noch einige da sein. Vielleicht ziehen wir noch was Schönes. Sind übrigens schon wieder über die Hälfte. Nochmal dieses Tor der Abyss. Ich würde ja gerne mal was von den Jingzhang ziehen, damit ich euch was zeigen kann davon. Aber dem wird wahrscheinlich nicht so sein. Ich bin jetzt beim drittletzten Booster. Hier haben wir wieder den Samsara. Der Falken. Und dann sind wir schon beim letzten Booster leider. Und da ziehe ich nochmal ein Pendelmonster. So, da gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Der war nicht dabei. Genau, hier hat es angefangen. 2, 4, 6, 8. Ja, dann war das erste Display besser. Jetzt gucke ich mal auf die Zeit. Wir nehmen jetzt gerade 12 Minuten auf. Ach komm, eins machen wir noch. Eins nehme ich noch. So, eine extra Runde. Nur für euch. Ich möchte euch nämlich mal den Dante zeigen. Ich hoffe, ich ziehe den jetzt. Einmal, zweimal. Dann fangen wir wieder an. Nee, da war er nicht. Nee, wieder nichts. Die Shadow-Karten wird man sicher auch nicht alle brauchen. Oh, nice. Da haben wir jetzt nochmal das Construct, aber diesmal ein Ultimate Rare. Ja, schaut es euch an. Ganz cool. Noch ein Eisam. Oh, was ist denn das? Ein Baxia. Ein Synchro der Jingzhang, da ist es doch. Schön, das ist der mit 2, 4, 6, 8 Sternen, okay. Und hier sieht man halt, das ist ein Würmmonster. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Das ist ja geil. Schön. Ja, dann ist der Secret Rare Slot leider auch wieder raus. Dann gibt es heute halt keinen Dante für euch. Aber hier haben wir noch einen Yangtze. Jetzt kommen sie alle. Schön. Oh, jetzt rutscht mir gerade was entgegen, was hier noch so auf dem Tisch liegt. Das gehört natürlich nicht zu dem Set, die ganzen Gemini Sparks. Ja, nebenbei kann ich auch wieder erzählen, dass ich noch einige, oh schön, eine Felice. Das ist der nächste Leitzmann, der uns hier in Europa begrüßen darf.
der auch in einigen Decks wahrscheinlich gesplasht wird, wo man dann BES mit reinbauen kann. Zum Beispiel mit dem Mathematiker kann man ihn ja auch im Friedhof packen. Schönes Ding. Nee, ich wollte euch sagen, ich habe noch einige Displays, die kann ich euch anbieten. Für 58 hier, englische Senders. Bis 2 Stück kostet der Versand 4 Euro. Ab 4 Stück dann 7 Euro und ab 6 Stück zahle ich den Versand. Falls ihr da Interesse habt, oh hier haben wir das nächste Highlight, eine Shadow Fusion, auch sehr geil. Wenn ihr noch Interesse habt, schreibt mich an bei Facebook, bei YouTube oder halt auf MKM, also TCG Market oder Yu-Gi-Oh! Market, wie es auch genannt wird neuerdings. Da kann ich euch sicher noch gute Angebote machen, falls ihr Interesse an dem Set habt. Eine neue Super Hypnosister. Ja, sind wieder bei der Hälfte angekommen. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, auf welche Karten ihr euch freut am meisten bei der Edition, was ihr nicht so toll findet an der Edition, was vielleicht zu stark sein könnte oder was man hätte noch besser pushen können. Es werden wieder ein paar neue Decks, dass die Turnierszene betrachten können, und ein paar alte werden halt besser durch den neuen Volt, zum Beispiel die Batteriemänner. Hier habe ich noch eine Pendulum Superware. Jo. Ich habe mich leider noch nicht so dolle befasst mit dem Set, sonst könnte ich euch ein bisschen mehr über die Karten erzählen, ob die brauchbar sind oder nicht. Aber da könnt ihr euch ja selber auf ETCG oder woanders gut belesen. Jetzt könnte man noch Glück haben, dass wir irgendwo noch eine Ghost Rare drin haben in den letzten 5 Boostern. Hier haben wir erstmal noch eine Secret Rare, der Doomstar Magician. Spellcaster. Ja, ich denke mal, der kann auch später ganz gut werden. Er wirft man eine Karte ab, um eine Pendulum-Zonenkarte zu zerstören. Man zieht eine Karte. Das ist in Ordnung. Mit 1800 auch gute Werte. Für einen Vierer. Noch ein Scam. Ne, das ist ein Graf, der habe ich. So, vorletztes Booster, wieder eine Pendulum. Naja, bin ich auch gespannt, ob diese neue Mechanik dem Spiel jetzt gut tut oder ob das eher nicht so der Fall ist. So, und jetzt haben wir nochmal eine Superband, nochmal eine Yang Sing, ein Bian. Das war's dann soweit von dem Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis die Tage.